Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Einar Görgen. Das Thema des heutigen Videos ist die Bremse an Eisenbahnfahrzeugen. Die Texte, die ich heute vorlese, haben mir meine Azubis geschrieben. Das heißt, sollte was falsch sein, ist es immer noch meine Schuld, denn ich habe es ihnen ja so beigebracht. Erst einmal müssen wir klären, wofür brauchen wir die Bremse eigentlich? Relativ simpel. Wir verwenden die Bremse, um zum einen die Geschwindigkeit anzupassen, also um langsamer zu werden. Zum anderen, um an einer bestimmten Stelle, die wir uns vorher ausgesucht haben, anzuhalten. Oder, wenn wir jetzt schon stehen, nutzen wir die Bremsen, um die Fahrzeuge gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern. Der wichtigste Grundsatz beim Bremsen mit Radbremsen ist, dass die Bremskraft die Haftkraft zwischen Rad und Schiene nicht überschreiten darf. Ansonsten gleitet das Rad, an dem die Bremse eigentlich wirken soll. Radbremsen sind alle Bremsen, die auf das Rad wirken. Also Klotzbremsen, Scheibenbremsen oder auch dynamische Bremsen, sei es hydraulisch oder elektrischer Art. Um einen sicheren und wirtschaftlichen Bahnbetrieb zu gewährleisten, arbeiten unsere Bremsen mit Druckluft. Diese Druckluft wird auf dem Triebfahrzeug erzeugt und dann über die Hauptluftleitung an die einzelnen Wagen im Zug weitergegeben. Dadurch erfüllen wir die Vorgabe der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, die eine Durchgängigkeit. Ein weiteres Kriterium der EBO ist die Selbsttätigkeit, welche durch die Indirektheit der Bremse erfüllt wird. Da die Wagen einen eigenen Druckluftvorrat besitzen, legen die Bremsen bei Druckabfall in der Hauptluftleitung selbsttätig an. Der Regeldruck in der Hauptluftleitung beträgt 5 bar. Das Herzstück der Bremsanlage an unseren Fahrzeugen ist das Steuerventil. Am Steuerventil angeschlossen ist der Vorratsluftbehälter, den sehen wir jetzt nicht, der ist auf der anderen Seite, die Hauptluftleitung selbst und natürlich der Bremszylinder. Um das Bremsverhalten des Fahrzeuges zu beeinflussen, gibt es verschiedene Bedieneinrichtungen, den Bremsabsperrhahn, die Bremsstellungswechsel und den Lastwechsel. An diesem Wagen tatsächlich alles vorhanden. Der Bremsabsperrhahn trennt die Verbindung von der Hauptluftleitung zum Steuerventil und entlüftet gleichzeitig den Bremszylinder und den Vorratsluftbehälter. Damit haben wir die Möglichkeit, die Bremse auszuschalten. Also steht der Griff des Bremsabsperrhahnes, in der Regel ein Schlaufengriff, senkrecht nach unten, ist die Bremse eingeschaltet. Ist er wie hier abgewinkelt bis zu 90 Grad, dann ist die Bremse ausgeschaltet. An diesem Fahrzeug ist kein Schlaufengriff vorhanden und er ist auch nicht rot, sondern gelb, ist aber völlig in Ordnung. Gut, Bremsstellungswechsel. Der Bremsstellungswechsel beeinflusst die Anlege- und Lösezeiten der Bremse. Dies geschieht über eine Änderung des Querschnittes. Da ist anzumerken, der Querschnitt der Versorgungsleitung, die zum Bremszylinder hingeht. Das heißt also, entsprechend geht die Luft schneller oder langsamer in den Bremszylinder hinein. G, Bremsstellung G, bedeutet langsames Anlegen und Lösen. P bedeutet schnelleres Anlegen und Lösen und falls es die Bremsstellung R gibt, bedeutet das schnelleres Anlegen und Lösen und zusätzlich mit erhöhtem Bremszylinderdruck. Am Kugelgriff, den wir normalerweise dort finden, können statt G oder P auch die Buchstaben M oder V stehen, beziehungsweise an dieser Bremse sogar ausgeschrieben Marche und Voyage oder beziehungsweise abgekürzt Marché und Voyage. Das wäre die französische Fassung davon. Der Lastwechsel dient zur Anpassung des Bremsgewichtes oder der Bremskraft entsprechend des Gesamtgewichtes des Wagens. Dies funktioniert entweder mechanisch durch Änderung des Hebelverhältnisses zwischen Bremszylinder und Bremsstange oder pneumatisch durch Änderung des Bremszylinderdrucks. Der Lastwechsel wird umgestellt, sobald das Umstellgewicht, in diesem Fall 40 Tonnen, erreicht wird. Der Kurbelgriff darf aber nur im gelösten Zustand der Bremse umgestellt werden. Das Bremsgewicht der einzelnen Stellung ist hier oben angegeben. Der Lastwechsel kann auch automatisch ausgeführt werden. Hier wird das Gewicht dann mittels eines Wiegeventils erfasst. Anstelle eines Lastwechsels kann man an einem Wagen auch eine automatische Lastabbremsung einbauen. Erkennbar wird diese durch das große A in der Bremsanschrift und der Angabe des maximalen Bremsgewichtes. Das maximale Bremsgewicht wird erreicht, sobald der Wagen dieses Gesamtgewicht erreicht hat. Darüber hinaus wird das Bremsgewicht nicht weiter erhöht. Darunter ist das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, des Wagens, das tatsächlich angewendete Bremsgewicht. Hier sieht man das Steuerventil. Die Frage ist jetzt, wo haben wir das Wiegeventil? Da müssen wir ein bisschen suchen. Komm mal gerade mit. Wir gehen mal zum Wiegeventil.
Hier hätten wir jetzt das Wiegeventil, das zur automatischen Lastabbremsung benutzt wird. Es ist also hier im Y25 Drehgestell eingebaut. An dieser Stelle wird also das Gewicht des Wagens erfasst und über einen Druck an das Steuerventil zurückgemeldet. Und dementsprechend kann jetzt der Bremszylinderdruck dem Wagengewicht angepasst an den Bremszylinder geleitet werden. Steuerventil und A-Kammer. Es gibt verschiedene Bauarten von Steuerventilen. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich zwei Steuerventilgruppen, mehrlösige und einlösige. Beide Bauarten ermöglichen das stufenweise Anlegen der Bremse. Bei einem einlösigen Steuerventil führt eine Erhöhung des Hauptluftleitungsdrucks zum vollständigen Auslösen der Bremse. Mehrlösige Steuerventile können auch stufenweise gelöst werden, da diese Steuerventile um ein Bauteil, die Steuerkammer A oder die A-Kammer, erweitert wurden. In diesem Druckbehälter merkt sich das Steuerventil den Druck, bei welcher die Bremse gelöst sind. Durch unsachgemäße Bedienung des Führerbremsventils oder andere Bedingungen kann ein zu hoher Druck in der A-Kammer gespeichert werden. Um dies jetzt zu beheben, man nennt das Überladung, kann ein weiteres Bauteil genutzt werden, der Lösezug. Wenn der Lösezug betätigt wird, entlüftet die A-Kammer und füllt durch die Nachspeisung auf den Druck in der Hauptluftleitung auf. Die Bremse löst. Oder man kann auch die A-Kammer komplett entlüften. Dann ist die Bremse sowieso los. Ja? Genau. Feststellbremse. Zum Sichern von Fahrzeugen gegen unbeabsichtigte Bewegung haben Fahrzeuge eine Feststellbremse. Diese kann entweder von einer Bremserbühne aus oder vom Boden bedient werden. Man kann die Bremse mit einer Spindel und einer Kurbel anziehen. Es gibt auch Fahrzeuge ohne Feststellbremse. Meist findet man auf Triebfahrzeugen Federspeicherbremsen. Wie der Name bereits preisgibt, wird dort die Bremskraft in einer Feder gespeichert und bei Bedarf angewendet. Ja. Natürlich kann man mit so einer Bremse mehr machen als nur anlegen und lösen. Es gibt verschiedene Arten der Bremsungen. Zum Beispiel kennen wir die Betriebsbremsung. Diese dient der Regulierung der Geschwindigkeit oder zum Anhalten des Zuges. Dann gibt es noch die Vollbremsung. Die erreichen wir, wenn der Hauptluftleitungsdruck seinen Wert von 3,5 bar eingenommen hat. Dann steht die höchste Bremskraft der Anlage zur Verfügung. Man kann damit auch die Geschwindigkeit regulieren. Sogar anhalten ist möglich, wenn auch mit einem ziemlichen Halteruck verbunden. Also mehr als höchste Bremsstufe in Vollbremsung geht nicht. Dann haben wir die Notbremsung. Notbremsung ist eine Bremsung, die nicht vom Führerbremsventil ausgelöst wird. Das kann von einem Reisenden im Fahrzeug sein, irgendwo im Wagenzug oder halt von anderen Einrichtungen ausgeführt werden. Schnellbremsung ist dann das nächste. Dort wird die Hauptluftleitung schleunigst entlüftet. Sie sinkt also auf einen Wert von 0 bar. Dadurch wird die höchste Bremskraft, wie wir sie aus der Vollbremsung kennen, in kürzester Zeit zur Verfügung gestellt. Zwangsbetriebsbremsungen sind Betriebsbremsungen, die nicht vom Führerbremsventil aus ausgeführt werden und die sich in der Regel nach Unterschreiten einer überwachten Geschwindigkeit von selbst wieder auflösen können. Eine Zwangsbremsung entspricht in der Regel einer Schnellbremsung, das heißt, die Hauptluftleitung wird vollständig entlüftet, der Zug wird zum Anhalten gebracht. In der Regel werden Zwangsbremsungen erst nach dem Stillstand des Zuges wieder zur Auflösung freigegeben. Mögliche Ursachen für Zwangsbremsung können auch Zugtrennungen, Ansprechen von Entgleisungsdetektoren oder, was haben wir noch, ein Zugsicherungssystem sein.